Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Anwendung der Integralrechnung. Und hier werden wir uns anschauen, wie wir mit Hilfe des bestimmten Integrals Flächeninhalte ausrechnen können. Als Beispiel haben wir hier also mal eine Funktion f von x in blau eingezeichnet. Und das, woran wir interessiert sind, ist die Fläche unter dieser Funktion f von x zu berechnen bis zu einer bestimmten oberen Grenze x. Und diesen Flächeninhalt, den kennen wir noch nicht. Wir wissen aber, dass er von der oberen Grenze x abhängen muss. Deshalb bezeichnen wir ihn hier mal mit dem Namen a von x. Denn je größer oder kleiner ich x mache, desto größer oder kleiner wird auch dieser Flächeninhalt werden. Das ist also eine Funktion, die von x abhängt. Und Ziel ist es jetzt, dass wir diese Funktion a von x bestimmen. Die hätten wir gern. Und weil das eben eine Funktion ist, ist klar, wenn ich hier die obere Schranke ändere, dann ändert sich eben auch der Wert des Flächeninhalts, muss ich den Flächeninhalt an der Stelle x plus h auswerten. Und das kann ich an der Stelle x und an der Stelle x plus h machen und ich kann auch die Differenz berechnen. Habe also die Fläche, die komplett links von x plus h liegt und davon ziehe ich ab die Fläche, die links von x liegt. Und dann bleibt hier diese graue Fläche übrig und das ist die Differenz dieser unbekannten Funktion a ausgewertet an der Stelle x plus h und ausgewertet an der Stelle x. Und diesen Flächeninhalt kann ich immer noch nicht leicht berechnen, aber ich kann ihn zumindest näherungsweise berechnen. Warum? Ich kann jetzt hier einen Trick machen und kann sagen, naja, ich habe hier ein Rechteck und Flächeninhalte von Rechtecken, die kann ich leicht ausrechnen. Das ist einfach das Produkt der beiden Seiten. Und die Breite des Rechtecks ist h, der Schritt von x zu x plus h, und die Höhe des Rechtecks ist der Funktionswert f an der Stelle x. Und damit haben wir zwar nicht die gesamte Fläche ausgerechnet, wir haben hier einen Teil weggelassen, aber zumindest wenn das h nicht allzu groß ist, wenn das h nahe an das x dran geht, dann werden wir damit eine ganz gute Näherung haben. Schreiben wir uns das also mal hin. Ja, diese gesuchte Differenz der Flächeninhalte kann ich nähern als das Produkt h mal f von x und diese Näherung wird umso besser funktionieren, je kleiner ich das h mache. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, ich rücke diese obere Grenze etwas dran und teile hier, dann habe ich nur noch diesen kleinen Fehler hier oben, den ich mache. Und im Grenzübertritt für h gegen 0 sollte es sich dann eigentlich ausgehen. Um zu sehen, was das bedeutet, schreiben wir diese Gleichung oder approximative Gleichung ein bisschen um. Schreiben also f von x ist ungefähr gleich und jetzt bringe ich das h auf die andere Seite, ich dividiere durch. Habe also dann da stehen a von x plus h minus a von x dividiert durch h. Und das, was wir da stehen haben, hat jetzt eine Form, die kennen wir schon. Und zwar ist das der Differenzenquotient der Funktion a. Ja, oben die Differenz der Funktionswerte, unten die Differenz der Argumente x plus h minus x. Und dann wissen wir auch, dass wenn ich dieses h immer kleiner und kleiner mache, dass dieser Differenzenquotient für h gegen 0 konvergiert gegen die Ableitung a' von x. Das heißt also, die Funktion f von x ist gleich der Ableitung a' von x in diesem Grenzübertritt, im Grenzwert. Und das heißt, dass die Funktion a eine Stammfunktion von klein f ist, weil die Ableitung von a gleich f ist. Halten wir das also alles nochmal sauber fest. Wenn wir eine Funktion f von x haben und a von x gibt den Flächeninhalt unter dem Graphen der Funktion entlang des Intervalls von 0 bis x an, dann gilt, dass a' von x eben gleich f von x ist. Aus dieser Überlegung, dieser Gleichung hier heraus, die ungefähr gilt und im Grenzübertritt dann exakt gilt. Und damit wissen wir, a von x ist eine Stammfunktion von f von x und den Flächeninhalt zwischen zwei gegebenen Grenzen a und b kann ich dann einfach als bestimmtes Integral der Funktion ausrechnen, als Differenz dieser Flächeninhaltsfunktion.
Schauen wir uns dafür mal ein konkretes Rechenbeispiel an. Man berechnet den Flächeninhalt unter der Funktion f von x gleich e hoch minus 2 mal x zwischen den Grenzen 0 und 10. Skizzieren wir uns das Ganze also einmal. Wir haben hier so eine Exponentialfunktion, die fallend ist, e hoch minus 2 mal x, an der Stelle 0. Haben wir den Wert 1, das ist die Funktion f von x, und für steigendes x schmiegt sich dann die Exponentialfunktion exponentiell schnell an die x-Achse an. Und dann möchten wir das Ganze bis zu dem Funktionswert c ausrechnen und haben also hier diese Fläche, an der wir interessiert sind. Und dann wissen wir jetzt, Fläche ausrechnen ist nichts anderes als das bestimmte Integral ausrechnen. Also brauchen das bestimmte Integral von 0 bis 10 über f von x dx, müssen also als erstes die Stammfunktion von e hoch minus 2 mal x bilden. Stammfunktion von einer e-Funktion ist einfach, die lassen wir stehen, völlig unverändert, aber müssen dann noch mit dem Kehrwert der inneren Ableitung multiplizieren. Hier ist die innere Ableitung minus 2, der Kehrwert ist also minus 1,5, das müssen wir noch dahin schreiben und werten aus an den Stellen 10 und 0. Die minus 1,5, den konstanten Faktor, kann ich auch nach vorn ziehen und das Ganze dann in Klammern ausrechnen. E hoch minus 2 mal x an der Grenze 10 ist e hoch minus 20 und e hoch minus 2 mal x an der Grenze 0 ist e hoch 0. Den Wert hier kann ich auch leicht ausrechnen. E hoch 0 ist immer 1, hatten wir hier schon eingezeichnet. Und e hoch minus 20 kann ich jetzt in den Taschenrechner eintippen. Man kann aber vielleicht auch wissen, dass für so große Werte wie minus 20 die e-Funktion sich eben schon de facto an 0 angeschmiegt hat. Also es ist für alle praktische Zwecke so gut wie 0. Und dann haben wir also hier stehen 0 minus 1, das ist minus 1, mal minus 1,5 ist plus 1,5 oder 0,5. Und das ist der Flächeninhalt, den wir hier eingezeichnet haben. Schreibt das auch hier nochmal sauber auf die Folien hin. Das bestimmte Integral über e hoch minus 2 mal x ist Stammfunktion, auswerten an den Grenzen, einsetzen und ausrechnen. Ich habe es jetzt hier im Kopf gemacht, kann man natürlich auch mit dem Taschenrechner machen und erhält dann 0,5.